Zusammenarbeit. Ah, Compadre. Rot. Bora. Das ist bisher alles noch sehr random. Gemma. Ah, dafür ist der Bora. Okay. Interesting. Das ist doch vielversprechend hier. Gibt es doch safe eine Möglichkeit, das grüne Signal irgendwie rauszubringen, das wir nicht haben. Ah, nee, ich nehme den mit runter. Den einmal tauschen. Hier ist nichts weiter drin. Aber Second Body ist doch nice. Den Bora. Wie sagt er? Zwei Löcher brauchen wir. Possibly. I see. Absetzen. Du stehst mal eben hier drauf. Aber dann müssen wir den haben, glaube ich. Achso, ja, wieso können wir so machen? Why not? Wir können den Jammer tauschen gegen den Ventilator. Den würde ich dann hier raufsetzen. Nee, der Quatsch, der ist ja schon. Hier raufsetzen. Springen. Jetzt können wir auf die Etage da drunter. Und da hätten wir was. Okay, den müssen wir dann irgendwie tauschen. Ah. Den können wir mitnehmen? Nee. Was können wir da hochnehmen zum Tauschen? Den Ventilator. Oh, ist das wild. Okay, Moment. Oder muss ich den Bohrer oben drauf haben? Ah, it's complicated. Na, wie will ich den Ventilator hier hochkriegen? So, keins von den beiden Items kriege ich hier nach oben. Ich weiß zumindest nicht wie. Ist halt alles viel zu weit voneinander entfernt. Ja, und da kommen wir nicht hin, weil das Loch wäre senkrecht hier. Ha. Yo, what? Wie soll ich dann ein zweites Item hinkriegen? Das ist ja richtig wild. Hallo. Ja. Hä? Unten ist auch viel zu weit weg. Ich
kann nichts runtergeben, ich kann nichts raufgeben. Wie soll das funktionieren? Ich kann das Ding ja nicht... Das beißt sich alles in den Schwanz hier. Ich will das Ding aktivieren. Weißt du, damit ich hier hochgeflogen komme und dann was hochgeben kann. Aber wenn ich das Ding aktiviert habe, habe ich den Level schon gewonnen. Und ich muss ja da hochfliegen, um es aktivieren zu können. Ich bin so lost. Why? Ich möchte dieses Item da oben eintauschen, bitte. Wie kriege ich das da hoch? Jumping. Jumping. So, der Bohrer ist aber das richtige Item, also das brauche ich hier ja safe. Ich weiß nicht, was ich mit einem Jammer soll. Ich weiß auch nicht, ob da platziert der Connector den aufhalten würde. What am I missing? Da habe ich doch safe schon wieder irgendwas, was ich gerade einfach nicht sehe. Also man kommt halt nicht auf die mittlere Plattform, ist das Problem. Man wird immer auf die obere geschleudert. Würde man direkt auf die mittlere kommen, könnte man ein Item mitnehmen. Kann ich aber nicht. Ich meine, ich könnte den Jammer mit hochschleppen. Statt dem Bohrer. Aber dann was? So mit dem Jammer meint er oben auch nichts. Ich kriege aber kein zweites Item hier hoch. Kann man? Okay, da hat das Game geruckelt wie Sau. Aus irgendeinem Grund. Und wieder geruckelt wie Sau. Aber ich glaube, da kann man nicht raufspringen. Game, was ist dein Problem? Warum ist dieser Move illegal? Jetzt geht's. Ich bin auch nur verzweifelt. Das muss doch erlaubt sein. Ich bin ein hypothetischer Jammer. Eigentlich muss die Lösung irgendwas damit zu tun haben, dass einer hier oben ist, irgendwie. Und der andere dann den Ventilator mitnimmt. So, ich sehe keine andere Lösung, die irgendwas bewirkt. Aber ich sehe auch nicht, wie diese Lösung halt irgendwas. Ne? Ich kann da halt kein Item hochschicken.
ohne selber mitzukommen. Nicht, dass es irgendwas ändern würde. Am Ende des Tages haben wir irgendwie immer ein Item zu wenig. Also wie immer. Aber hä? Aber hä? Wie denn? Wieso denn? Ich check das gerade gar nicht. Du jumpst ja jetzt runter. So. Du nimmst jetzt den Bohrer und machst da ein Loch. Dann probieren wir das jetzt einfach, weil ich da... Ups. Ist ja von ausgegangen, weil es nicht geht und ich weiß warum. Ah, es kann nicht gehen, das ist viel zu weit unten. Ja, wie soll ich... Wie soll ich von dem Item entgegennehmen, ganz ehrlich? Viel zu weit unten. Item durchgeben würde halt nur von oben hier runter funktionieren. Aber du kennst den Bohrer ja nicht durch dein eigenes Loch. Ende der Durchsage vom Spiel einfach. Den kann ich nicht rausnehmen. Mir fehlt halt ein Item irgendwie. Also er ist jetzt auf der mittleren Ebene. Na, wir pretenden jetzt mal, das ist cool. Und bringt uns irgendwie weiter. Hieß ja, hui, guck mal hier, ich kann ein Loch machen. Oder kann er sich das Item nehmen, wenn ich hier an der Kante stehe? Dann kann ich ihn ja nicht auswählen. Ja, wenn man schon solche komischen Bewegungen hier macht, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass das nicht die Lösung ist, die die Entwickler sich gedacht haben. Ah, die Kante ist auch weiter vorne als die hier. Ja, 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 damit ich das auf gar keinen Fall über die Kante geben kann. Darf ich also auch nicht. Interesting. Ja, aber warum ist die Moral von der Geschichte, zieh dir ein neues Item aus dem Arsch, wenn du keins hast? Das kann's doch nicht sein. Ich hab halt keine Items mehr, was soll ich machen? Das ist so confusing. Ich meine es ja nicht mal so, als wäre Level besonders komplex. Hier ist ja nicht viel. Aber es geht halt nicht. Und den Bums kann man halt auch nicht machen, weil es halt ohne Würfel nicht funktioniert. Krieg da schlicht und ergreifend kein Item rein. Muss ich aber. Weil das ist das Item, was ich brauche, um die Level zu lösen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Außer was völlig absurd wäre. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich es nicht für realistisch halte. Nee, du fällst nämlich immer senkrecht runter. Darum geht das Kupfer nicht so weit, dass ich da ein Loch schießen könnte. Das wäre halt... Ne? Dann ist das alles nur Bait, haha, und wir cheesen den Level. Geht aber nicht.
Das ist jetzt der erste Level, wo ich komplett stuck bin. Und das nicht, weil ich irgendeine Spielmechanik oder so nicht verstehe, sondern anscheinend einfach, weil es nicht geht. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich habe einen Jammer zur Auswahl. Das ist alles. Ich kann auf einen Jammer wechseln. Der bringt mir gar nichts. Und ich kann mir halt hier unten einen Ventilator graben, den ich dann nicht hochbekomme. Mir ist gerade ein völlig absurder Gedanke gekommen. Einen Moment. Nein, den zweiten Body kann man nicht gegen ein Item tauschen. Okay. Es musste mal kurz aus meinem System. Es wäre die Lösung gewesen. Weil ich weiß nicht, wofür ich den zweiten Body brauche. Das ist das ja auch. Ich habe ja noch nicht rausgefunden, warum ich eigentlich zwei Leute habe. Das ist ja das Absurde. Ich habe hier zwei Bodies und ich verstehe es nicht. Ne? Ich habe den einfach geholt und jetzt habe ich den und der bringt mir nichts. Die ganze Zeit. Wenn ich weiß, was ich mit dem zweiten Body soll, dann weiß ich auch, was die Lösung ist. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach absolut gar keinen Schimmer gerade. Ach shit. Can you please... Ich habe den Jammer damit eingesperrt. Das ist so ein Second-Body-Ding. Was man machen kann. Ich weiß nicht warum. Aber ich könnte den Body als Würfel benutzen. Was mir aber nichts bringt, weil ich genauso gut in dem Moment einfach mit dem Body, mit einem Item in der Hand, da drauf jumpen kann. Was ist der Unterschied? Ist das relevant? Werde ich wahnsinnig? Wahrscheinlich irgendwelche Antworten zwischen Ja und Nein. Ich weiß es nicht. Body Switch aus Prinzip. Ist das die Lösung? Dass der Jammer auf dem Dach steht? Bin ich einfach nur zu doof? Ich bin einfach nur zu doof gewesen, den Jammer da hochzuholen. Alles gut. Ich habe voll auf dem Schlauch gestanden. Aber damit komme ich klar. Es gibt eine Lösung. Ich bin einfach nur doof. Das ist okay. Das ist sehr beruhigend. Das heißt aber auch, dass ich langsam zu müde bin für das Game. Demonstratives Gähnen. Aber alles gut. Ich hab's. Ich hab's geschafft. Es ist wundervoll. Alles ist super. Keine weiteren Fragen, bitte. Alter Schwede. War das eine schwere Geburt. Ich hab nicht gepeilt, einfach den Jammer mit da hochzunehmen. Was ja ohne Probleme geht. Und dass man den Bohrer dann später holt. What is my problem, Alter? Was ist los mit mir? Ich habe es jetzt immer noch nicht geschafft, rauszufinden, wie ich den grünen Laser aus dem Level kriege. Also es ist wahrscheinlich eins von den Dreiecksleveln gewesen. Oh Mann, ey. Alter, war das ein Krampf. Hm.
außer Mr. Ideas is talking right now. Was, wenn wir kein Item aus dem Level holen müssen für die Ventilator-Geschichte, sondern eins finden, sobald wir die Brücke bauen? Vom Gate. Lass mal zum Gate. We're going zum Gate. Geht ja gar nicht. Okay. Ist also einfach nur wieder so eine labyrinthartige Lücke dafür. Gattung labyrinthartig. Ja, ja. Klöppel ich den Scheiß mal eben zusammen. Vielleicht bringt mir das ja was. Ich weiß zumindest, dass einer der 3x-Level grünen Laser hatte. Wenn es dann die einzige Möglichkeit ist, sei es so. Ich klatsche erstmal nur Blöcke ran, die einfach grün werden, weil ich anscheinend meistens keine Möglichkeiten habe. Ha? Ich darf den Rand nicht betreten? Wieso nicht? Ach, come on, Alter. Spielverderber-Game. Sind hier herrenlose Items unterwegs? Guten Tag, erzählen Sie mir bitte diese, zeigen Sie mir. Nein? Nein. Ja, gut, dann nicht. Dann halt nicht, Alter. Die Säule war das. Wir glitschen! Das heißt so, weil der Schnee glitschig ist. Ich werde dann mal eben hier hinten schauen. Das muss ja, das heißt muss, aber sollte wahrscheinlich. Halt, das ist ein Umwandler. Das ist ein Umwandler. Ich muss blau und rot da hochschicken, nicht grün. Ihr kleinen Penner. Wow, okay, ich muss blau und rot da hochschicken. Kompletter Gamechanger. Yo. Erwartungen wurden zerstört. Und ich bin durchs Wasser gelaufen. Ach man. Ich dachte, ich komme da einfach rüber. Es ist doch nur so eine kleine Pfütze. Nervt mich das Game wieder. Wir müssen blau und rot da hochschicken, Alter. Unnormal. Aber meine Brücke ist jetzt ja wohl da, oder? Das tritt dich dir ins Gesicht, Junge. Ja, ich sehe. Mhm. Einen Schluck getrunken. Ich hänge fest. Nice. Macht immer wieder Spaß. Blau und rot. Vielleicht kriege ich ja beide aus demselben Level raus, aber ich bezweifle es irgendwie. Oh Mann, ey. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da ein Umwandler ist. Nicht mal in Erwägung gezogen. Kein Stück. Ich habe ihn ja auch nie getargetet aus irgendeinem Level. Ich habe ihn einfach mal fett ignoriert. Blau hätten wir hier zur Auswahl. Muss er erstmal laden. So, wo ist das Ding jetzt? Da. Haben wir schon mal blau. Jetzt brauche ich noch rot. Wäre funny, wenn stumpf Level 1 und 2 sind.
verfolgt sie. Ne, da war keiner drin. Nehmen wir Level 3. Aus dem Weg, Felsgestein! Lass den Meister durch, den Meister der Failbobs. Ich hasse die Karte. Ständig bleibt man irgendwo hängen. Zumindest wenn man so wirr durch die Gegend läuft wie ich. Da gab es definitiv Rot. Jetzt ist nur die Frage, ob ich das Ding von hier sehen kann. Also ich sehe da auf jeden Fall den blauen Laser. Ich weiß noch nicht, ob ich den da ansteuern kann. Ich bin mir nicht sicher, wo der hingeht. Hä? Ach, da oben. Ich muss den also hier rauskriegen. Geht das? Bräuchte ich den Bohrer? Auch schade, also erstmal machbar. Ja. Definitiv machbar. Schauen. Rüber. Na! Wo ist das Teil jetzt? Da. Jetzt würde mich interessieren, dass das Ding weiß wird. Genau. Das ist so einfach jetzt dann nicht. Komm schon, das ist doch so gedacht. Warum kriege ich den nur, wenn ich so weit hier hinten bin? Das ist doch zum Kotzen. Zum Kotzen ist das. Geht an die Mauer. Könnte es aber fast sein. Das sieht verbunden aus. Aber warum macht der nichts? Muss ich da jetzt noch einen Connector setzen? Zwischen dem und der Statue? Willst du mich verarschen? Willst du mich komplett verarschen? Okay, alles klar. Ja, will er. Der ist hier, die Statue ist da vorne. Und die hat den von hier. Von rechts. Ich kann aber unmöglich... Ha. Wie denn? How? Da oben vielleicht. Der Level könnte dazu in der Lage sein. Das andere halte ich jetzt mal für utopisch. Okay, okay. Level 4, ey.
Ist das so? Ich meine, Connector haben wir. Basic-Voraussetzung erfüllt. Der Level ist das mit den ganzen Würfeln. Laber keinen Scheiß, okay? Der steht noch drin. Müssen wir rausholen. Aber die ganzen Barrieren sind ja weg. Holy moly, okay, wo müssen wir den Turm bauen? Da? Sternsymbol ist da rechts. Oder ist das der Level, aus dem wir das Item rausbekommen? Und wir lösen tatsächlich gerade alles auf einmal. Let's go. Yes! Okay, wir haben gerade alle Probleme auf einmal gelöst. Ja, später. Einmal den. Wir sind ein bisschen weit weg, aber das Problem können wir jetzt ja lösen. Und ich habe schon angezweifelt, dass das von dem Level aus passt, weil das ja so weit weg ist. Hehe. Meine Fresse, Alter. Hoffe mal, der Stern bleibt da jetzt. Verschwindet nicht wieder. Was ein bisschen strange ist, ich habe jetzt keinen Kompass. Wahrscheinlich, weil ich nie offiziell den Level verlassen habe. Ich gehe gleich mal in den Level rein und wieder raus. Hoffentlich erscheint er dann wieder. Nicht wieder ins Wasser. nicht nochmal. Nein. Er ist auch da. Gut, dann muss ich jetzt ja. Muss ich ja wieder in die andere Richtung wegen dem Ventilator-Geschichte. Da ist mein Kompass. So. Das war der eine von denen, für den man die Treppe hochgehen musste. Da in der Nähe war das. Von den Verstrebungen hier. Welcher auch immer das gewesen sein mag, das ist ja egal. Nein! Ich soll nicht immer random durch die Gegend springen, ich soll nicht immer random durch die Gegend springen, ich soll nicht immer random durch die Gegend springen. Ist ja gut. Ich bilde mir ein, dass irgendwie Level 3 oder so in der Nähe waren. Oder 4 oder so ein Zeug. Irgendwas um den Dreh. Das ist wild. Eigentlich hat dieser Level damit unendliche Optionen, weil du mit einem Connector außerhalb der Level alles mögliche quer verbinden könntest. Aber die haben sie hier anscheinend noch nicht genutzt. Ich vermute, dass das später im Spiel dann kommt. Bin mal gespannt. Ich will meinen Connector behalten. Gib ihn wieder her. Das ist jetzt meiner. Meiner allein. Und niemand wird ihn bekommen. Niemand. Ich marschiere gerade einfach grob Richtung Gate. Wird schon. Muss mich nur noch erinnern, wie ich darauf komme. Aber ich glaube, es war hier links. Und dann haben wir diese Ebene auch erledigt. Wobei diese Map tatsächlich schwieriger war, muss ich sagen. Kann an mir gelegen haben, aber da waren schon ein paar Dinger dabei, auf jeden Fall. Wie zoomen. Yeah.
Hallo. Guck mal, ich habe einen Connector mitgebracht. Sei stolz auf mich. Es war so klar, dass du jetzt auftauchst, weil sie erwähnt haben, dass du noch nicht aufgetaucht bist. It is she who disrupted the trials of the Sphinx and who bound me in the... Hat ihn keiner zu Wort kommen lassen. Ich wollte, dass er mir sagt, wie stolz er auf mich ist, dass ich einen Connector mitgebracht habe. Well done, 1K. Looks like our hypothesis was correct. The megastructure is opening again. Everyone come to the VTOL, please. It's time to find Athena. What about Pandora? She seems capable of displacing or controlling the other entities. We should be careful, but we can't let such a vague threat paralyze us. Just keep your eyes open. Ich muss ihn hier lassen. Meine Enttäuschung ist grenzenlos. Jo, Reise zu Megastruktur. Hab immer wieder ein paar Sterne abzugeben. I know the new Alexandria disaster was traumatic. I know accidents like that make us think that it's best to stick to what we have. But what about all the accidents that have happened in New Jerusalem that nobody talks about? The collapse of the Rakowski building. The Kelvin Street explosion. The derailment that almost killed Benaroya and Kaneda. All of those happened because we stopped investing enough resources in our civilization. And if Melville hadn't been put in charge of city maintenance, this would still be happening. It will happen again either way. With how little we have to work with, it's only a matter of time. You see, there may be a price for pursuing progress, but there's also a price for not pursuing. Ja, ich weiß nicht, ob sie nicht Verfolgung von Fortschritt ist oder ob ihr da irgendwie Ressourcen aufgebraucht habt oder so. Ne, muss man mal gucken, da muss man Ursachenforschung betreiben. Und nicht einfach sagen, jo. Und das klingt ja eher nach einem Wartungsproblem und kein Fortschritt heißt ja nicht keine Wartung. Also ich weiß nicht. Klingt irgendwie so ein bisschen komisch, der ganze Zusammenhang. Das müsste jemand mal genauer auseinandernehmen, warum und wie und was. Und nicht einfach alles gleichsetzen, weil... Jupp! Ihr seid kein dämliches Computerterminal mehr, es nur Scheiße von sich gibt. Das muss aufhören. Ist nicht okay. Hab ein bisschen Leuchte-Leucht gemacht. Gern geschehen. So, und dann versuche ich mal dazu rennen, zu fliegen, zu eilen. Wo ist der Gerät? Da vorne. Und da kam der Autosave. Alles klar. Dann würde ich jetzt sagen, weil, wie gesagt, ich bin, wie man auf der letzten Map gemerkt hat, glaube ich, nicht mehr der Wachste, nicht mehr der Schlauste. Dann jeden wir da beim nächsten Mal rein. Und werden diesmal bestimmt viel, viel mehr erreichen als letztes Mal, surely, weil es nicht noch zwei andere Himmelsrichtungen gibt oder so, in denen wir auch noch jeweils drei Maps machen müssen. anyway, wir sehen uns. Bis dann.